Hello Friends, mein Name ist Michael Buchinger und ich hasse jede Party, bei der es nicht ausdrücklich um mich geht. Du schmeißt also ein kleines Get-Together für dein Baby, das die ganze Zeit isst und weint, Tamara. Aber wenn ich das gleiche tue, dann bin ich eine Schande für die Familie. Nicht mit mir. Am meisten hasse ich es, wenn ich auf einer Feier eingeladen bin und einer der Gäste vor kurzem 20 Kilogramm abgenommen hat und daher die Party nützt, um seinen neuen Buddy herzuzeigen, während ich mich auf der Toilette verkrieche und panisch google, wie man schnell 21 Kilogramm abnehmen kann. Es ist meine Welt und ihr alle lebt nur in ihr, okay? Wenn ihr, genauso wie ich, Nächte damit verbringt, zu Hause Pläne zu plotten, wie ihr auf jeder Taufe, Beerdigung oder Geburtstagsparty im Mittelpunkt stehen könnt, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch, denn ich gebe euch heute 5 Tipps, wie ihr jede gute Feier sabotieren könnt. Zu eurem Vorteil natürlich. Die Sonne ist mir jetzt aber nicht recht. Jetzt habe ich da so schwarze Flecken im Auge, okay. Tipp Nummer 1, Ohnmacht. Wir alle lieben eine gute Ohnmacht, besonders Bill Cosby. Wenn eure Freundin also bekannt gibt, dass sie einen neuen Job hat und deswegen nach Australien umziehen muss, dann fällt einfach in Ohnmacht. Oh, Australien? Oh nein, oh, ich bin gestürzt. Ohnmacht. Bonustipp, wenn ihr eine Frau seid, dann steht auf und sagt, mir ist nichts passiert, aber ich hoffe nur, meinem Baby geht es gut. Und boom! Die Aufmerksamkeit ist wieder da, wo sie hingehört. Auf euch! Viel Spaß in Australien, Bianca. Tipp Nummer 2, singt einen sexy Rachesong, oh ja. Nichts verwirrt die Gäste der Erstkommunion eures Neffen Pauls mehr als dieser verrückte Onkel, der einfach auftaucht und die Aufmerksamkeit aller Anwesenden mit einem sexy Rachesong auf sich zieht. Na, na, na. Was haben wir denn da? Paul ist jetzt erwachsen. Paul hat Kommunion und alles scheint gut auf der Welt. Paul ist jetzt erwachsen, 12 ist er schon. Was für ein tapferer Held. Ich bin viel besser, ich bin 23. Doch das interessiert euch nicht. Tipp 3. Hab keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Sei einfach so wie ein gewisser Jesus, Martin Luther King oder Michael Buchinger nach 2 Gläsern Weißwein und geh zu Leuten hin und rede mit ihnen über die Wahrheit. Die einzig wahre Wahrheit, nämlich eure erfundene Wahrheit. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Oh bitte, es war wohl eher Liebe auf den ersten Fick. Ganz unter uns, Elisabeth war früher eine Nutte. Oh ja, eine Nutte. Und die beiden haben sich an ihrer Straßenecke kennengelernt. Also so viel dazu. Ein Toast auf das Brautpaar. Er sieht so aus, als hätte er schon viele Toasts gegessen, denn er ist fett. 4. Tipp. Ups, Stromausfall. Die beste Form der Sabotage ist immer noch im Stromkasten den FI-Schalter umzulegen und auf der ganzen Party für Dunkelheit zu sorgen, die ihr wiederum dafür nützen könnt, um ältere Gäste in die Torte zu schubsen und wertvolle Gegenstände zu entwenden. Tipp Nummer 5, der Buchinger Entrance. Macht es wie ich und sagt, dass ihr nicht auf eine Party kommen könnt, weil ihr busy seid. Niemand muss wissen, dass ihr nur busy damit seid, zu Hause eure Sabotage zu planen. Dann kreuzt einfach 2 Stunden später auf der Geburtstagsparty eurer Freundin Sarah auf und beschuldigt sie, eure Familie bedroht zu haben. Oh, Sarah. Nun, nun, nun. Wenn das nicht meine moralisch korrupte Freundin Sarah ist. Du hast meine Familie bedroht! Oh na, den wollte ich doch noch trinken. Wir haben wirklich eine tolle Freundschaft. Sagt mir doch in den Kommentaren, wie ihr eine Party sabotieren würdet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und diese 5 Tipps waren nur eine kleine Anregung für euch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!